Herd, sehr randvoll, das ist immer schwierig. Induktion ist eh besser, da ist fast nie was eingebrannt, aber herkömmlich ist Ceranfeld ein bisschen ein Problem. Gell? Jetzt zeige ich dir, wie Nebeldampf reinigt. Und zwar kann ich da durch ein Nylonbürstel drauf unser Rätselkratzerl. Und Dampf tut nie kratzen. Das heißt, der Dampf tut reinigen. Und jetzt gehe ich her. Ich tue nur kreisförmig. Das tut alles aus den Poren heraus. So, jetzt piepst es. So, schauen wir mal, was sich da in die Poren eigentlich versteckt, obwohl der absolut nicht schmutzig ist. Das heißt, es holt alles aus den Bohren raus. Und das ist das, was mich gefreut. Jetzt habe ich extra nur die Hälfte gemacht. Greifen wir an, Yvonne und Rainer. Da haben wir noch nichts. Und da haben wir die Post. Man sieht sogar. Man sieht es mal angreifen. Und spürt das. Du musst das spüren. Ja. Und das kotzt nicht da. Ja. Und so bohren die freien und so schonen geht herkömmlich einfach nicht da. Ich brauche die meisten müssen da ein Tipp verwenden. Aber ich weiß nicht, ob du gern verwendest oder eine Paste. Ja, die Putzmittel von dir. Die Putzmittel von Enya, genau, von Trend. Die Paste, gell? Und jetzt erspare ich mir das, schau. Tu das sofort, bohren die rein. Schau. Und eben das Problem, es gibt kein Schmieren. Und das Problem ist eben, wie soll ich da oder bei der Leisten es rauskriegen? Und jetzt gehe ich einfach hier und ich spritze das raus. Und schon ist alles heraus. Gell? Schau. Das gleiche. Und fertig sind wir. Danke. Ja.